Der gebürtige Schmalkaldener Wolfgang Nickel malt und zeichnet Glas in Glas. Mit Farbpigmenten oder zerstoßenem Buntglas brennt er Ornamente. Auch Pflanzen oder ganze Gedichte kommen durch seine Hand in gläserne Flächen und werden so figürlich. Am 20. September eröffnete Vizepräsidentin Margit Jung die Ausstellung des Südthüringer Künstlers Kostbarkeiten aus Glas im Thüringer Landtag. Durch eine mehrfache Bemalung erhält das Flachglas eine faszinierende Vielschichtigkeit. Nickel erwarb seine künstlerische Perfektion durch sein Studium der Malerei und Grafik auf Burg Giebichenstein in Halle. Die Ausstellung kann bis zum 16. Oktober 2017 besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.